Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Republic. The Eternal Throne. So, letzte Folge waren wir hier auf Voss gelandet. Haben noch ein bisschen ein paar Gegner platt gemacht und jetzt müssen wir gegen den Planetenangriff Scoliath kämpfen. Gebt ihm keinen Freiraum. Tief durchatmen. Kein Freiraum. Niemals. Kann man das unterbrechen? Erstmal ein bisschen rauszoomen hier. Alter. Oh fuck. Der Droide ist neutralisiert. Das war knapp. Gut, aber unser Kampf ist noch nicht vorbei. Verbündete sitzen auf dem nördlichen Plateau in der Falle. Sie könnten eure Hilfe gebrauchen. Wir sind unterwegs. Bleibt auf Position und haltet mich auf dem Laufenden. Verstanden, Commander. Verstanden. Nördliches Plateau. Dann ist das eben so. Ja, das wusste ich, dass sie diese Brücke kaputt machen. Es ist weg. Theron, Planänderung. Sie haben das nördliche Plateau zerstört. Bitte was? Wir kommen, um eure Position zu verstärken. Findet einen anderen Weg, wie wir euch erreichen können. Geht zu diesen Koordinaten. Voss-Kommandos haben davon gesprochen. Leute, das schaffe ich rüber da. Wetten? Soll ich es mal ausprobieren? Oh fuck. Ich bin ja doch schwerer als gedacht. Ich dachte, ich werde weiter nach hinten geschossen. Ich glaube, man sollte auch gar nicht rüberkommen. Obwohl der Abstand jetzt wirklich nicht so groß wäre. Also man könnte, wenn man wollte, ne? Mal ein bisschen angeben hier. Jetzt werden alle Gegner kaputt gemacht hier. Alter, wie das ruckelt. Mein PC ist total überfordert. Jo. Achso, warum will ich denn da hoch? Die looten doch eh nichts hier. Kein Loot. Die droppen nichts, heißt das. Looten heißt ja dann aufheben von dem Drop. Tief durchatmen. Gut. Machen wir die Bonus auch, ja, ne? Bringt ja immer schön Geld. Machen wir immer. Außerdem muss man sowieso, glaube ich, an allen vorbei. Wo müssen wir hin? Wir müssen dorthin und die ganzen Widerstandsnester sind ja hier. So mehr oder weniger gehen wir sowieso daran vorbei. Das ist natürlich auch eine lustige Bonus, wenn man sich nicht wirklich aussuchen kann, ob man die Bonus machen möchte. Ja. 4 von 5, da ist 5 von 5. Und dort hinten müssen wir hin. Tolle Bonus. Ich finde nicht, dass man das Bonus nennen kann, wenn das sowieso Pflicht ist. Also nicht ganz vielleicht. Den letzten hätten wir vielleicht umgehen können, aber das macht dann ja auch keinen Sinn mehr. Dann kann man auch nach rechts noch abdriften und den mitnehmen. Aber alle anderen lagen, glaube ich, auf dem Weg. Und dann von Bonus zu sprechen, bei einer Sache, die man sowieso macht. Na, ich weiß ja nicht. Achtung!
Achtung, runter! What? Ach, das Jetpack liegt hier oben. Hä, lag das denn nicht mehr da unten irgendwo? Commander, wir stehen unter schwerem Beschuss. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Haltet eure Stellung, Theron. Wir sind unterwegs. Ich werde mein Bestes geben. Commander, Valens Truppen feuern in der Nähe eurer Position auf Zivilisten. Es ist immer noch Zeit, sie zu retten. Seid ihr wahnsinnig? Wir können nicht alle retten. Es ist eure Entscheidung, Commander. Oh, was ist los? Ich schicke die Koordinaten. Ja, ist klar. Ich bin schon längst draußen, ey. So. Das ist jetzt... Das ist wirklich eine Option hier. Ja, ich mach's einfach mal mit. Gib dir ein bisschen Geld. Eins von sieben. Ach nee, komm. Doch keinen Bock mehr. Habt ihr Lust verloren? Sollen die sich selber retten? Guck mal, das sind auch Sprungtruppen. Mal gucken, ob ich die noch kriege, bevor sie hochjumpen. Ja. Ah, kommen die jetzt wieder runter, bitte? Ah, krass, sind die jetzt despawned deswegen? Normalerweise springen sie halt hoch, man sieht es halt nur, und wenn man dann hier hochfährt, dann begegnet man denen halt hier, glaube ich. In den Turm, sofort! Was brennt? Eure Freunde leiden. Nach so langer Zeit bricht der unsterbliche Imperator sein Schweigen. Ein derartiges Chaos verlangt nach meiner Aufmerksamkeit. In meiner Abwesenheit habt ihr euer Training abgeschlossen und meinen Sohn entthront. Ihr habt aber zugelassen, dass meine Tochter die Macht an sich gerissen hat. Erlebt jetzt die vernichtende Macht des ewigen Throns. Das ist euer Werk, Valkorion. Wo habt ihr gesteckt? Lasst mich in Ruhe. Der Thron ist euer blutiges Vermächtnis. Unter meiner Herrschaft war der Thron ein Instrument des Friedens. Meine Tochter verfolgt barbarischere Ziele. Wenn Valin auf dem Thron bleibt, ist Voss nur ein kleiner Vorgeschmack auf das Gemetzel, das noch folgen wird. Helft mir, sie zu besiegen. Sie kommt ganz nach euch. Das gefällt euch wohl. Ich nehme mal, sie kommt ganz nach euch. Man hat es auch im Video gesehen, in der Einführung von Eternal Throne, dass Valen halt irgendwie so ein bisschen sadistisch war, aber dass er sie ja dann mitgenommen hat und sie dann, als sie dann wiederkam, dass sie dann noch viel schlimmer war. So die Tochter. Auch wenn Valen weit davon entfernt ist, die Nummer zu bringen, die ihr auf sie aus durchgezogen habt. Mein Kind ist weit mächtiger, als ihr es euch vorstellen könnt. Ihr werdet sehen. Guter Schuss, Theron. Ich bin eben ein Volltreffer. Dann sorgt nächstes Mal dafür, dass der Schuss auch tödlich ist. Angeberin. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Die Voss sind im Turm der Prophezeiung sicher, aber wir können nicht mehr lange standhalten. Beschützt die Voss um jeden Preis. Gute Arbeit, Theron.
Vergesst die Voss. Es bringt nichts, den Planeten zu retten, wenn wir die Bewohner nicht beschützen können. Ich bin froh, dass ihr das so seht. Ich unterbreche euch nur ungern, aber wir haben Gesellschaft. Die Antwort gerade war ja auch irgendwie total widersprüchlich, ne? Ich hätte ja diese sieben Boss-Typen da retten können. Hab's aber nicht gemacht, weil ich keine Lust habe. Das ist mir zu lange dauert. Und jetzt erstmal so raushauen, ja, wir müssen jeden retten. Das könnte schon echt so. Ich könnte Politiker werden, eindeutig. So wie Angela Merkel, ja. Genau. Oh, fuck. Weil die Angela Merkel, die sagt ja auch so Sachen, die sie gar nicht so meint und die sie dann später sowieso wieder anders macht und, ne? Also, ideal. Commander Peace for President. So, haben wir es jetzt wieder tot? Oh, da hinten ist noch einer, ich glaub's nicht. Ja, auf mittlerer Stufe ist dieser Kampf sowas von asozial. Auf Veteran, ne? Nee, Story. Wie hieß die Nummer? Achso, unten steht Story, Veteranmeister. Achso, auf Veteran. Ja, irgendwie, ich habe das nicht mal auf Veteran geschafft. Also bei diesem Kampf bin ich echt gescheitert. Am schlimmsten war, als diese ganzen kleinen Rüden kamen, die wir jetzt gerade alle so weggerotzt haben. Den einen habe ich zwar mit einem Hinderungsschuss unterbrochen, weil der irgendwas castet, aber habe ich, glaube ich, auch im Veteranenmodus gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob man das... Muss man das denn zu zweit machen? Schafft man das überhaupt alleine? Was für ein Gear braucht man da? Keine Ahnung. Mal sehen, weil ich komme da noch nicht so weit mit meinem Gear. Wow. Toller Helm. Die Horizontwache. Valens Vollstreckertrupp. Hört sich ja nach einer lustigen Truppe an. Bringen wir euch zu unserem Kommandoposten, bevor noch mehr auftauchen. Ich grüße euch, Commander. Die Voss fürchteten eure Niederlage. Ich wusste es besser. Ich hatte eine Vision eurer Ankunft. Die Voss sind jetzt sicher. Eure Visionen können uns helfen. Nur Narren verlassen sich auf Prophezeiungen. Sagt euren Leuten, sie sollen im Turm bleiben. Dann sind sie vor Valens Angriff sicher. Die Mystiker werden bleiben. Die Kommandosoldaten helfen der Allianz im Kampf. Da ist ein eingehender Notruf. Einen Moment. Senja. Hallo, Fremdling. Schön, euch zu sehen. Ich erwarte eine Erklärung. Ihr verschwendet meine Zeit. Ich bin froh, dass ihr euch in Sicherheit bringen konntet. Aber ihr hättet früher zu mir kommen sollen. Das Risiko konnte ich nicht eingehen. Arkan ist bei mir. Auf Voss. Natürlich. Valen greift den Planeten nur an, um das Versteck ihrer Familie auszuräuchern. Und jetzt lässt sie mir keine Wahl mehr. Ich brauche eure Hilfe, Fremdling. Arkan braucht eure Hilfe. Ihr bittet mich um viel. Nennt meinen Grund, warum ich euch helfen sollte. Euer Sohn hat den Tod verdient. Wenn ich Hilfe bräuchte, würde euer Sohn keinen Moment zögern, mich sofort umzubringen. Ja, so war es einmal. Aber er kann sich ändern.
Ich brachte ihn hierher, um seinen geschundenen Körper zu heilen und ihn von seinem Hass zu reinigen. Dann fand Valen uns. Wir haben nicht viel Zeit. Helft mir, die Armee meiner Tochter aufzuhalten. Sobald Arkan geheilt ist, wird er sich eurem Kampf anschließen. Das weiß ich. Arkan retten? Das habe ich nicht kommen sehen. Arkan könnte ein Verbündeter sein. Was schlagt ihr vor? Wir sollten die beiden töten. Oh, was, Alter? Wenn sie recht hat, könnte er uns helfen, das Blatt in diesem Krieg zu wenden. Oder er versetzt uns den tödlichen Stoß. Aber ganz gleich, was passiert, wir sind bereit. Senyas Anruf kam aus dem Schrein der Heilung. Die Voss und die Gormax kommen dort zusammen, um unsere Heimat zu verteidigen. Sie werden euch im Kampf helfen. Meine Fähre kann uns ziemlich nah ranbringen, aber den letzten Vorstoß müssen wir am Boden machen. Lana, stellt ein Team aus Mandalorianern zusammen und rückt zum Schrein vor. Teron und ich leiten den Vorstoß zu Arkan und Senya. Valen darf sie nicht zuerst erreichen. Sie verbrennen den Planeten ohne mich. Die Allianz sucht eine Konfrontation, Kaiserin. Es ist nur weise, ihnen das zu verwehren. Mutter ist das Einzige, was zählt. Ihre Hoffnungen zu zerschmettern. Zu sehen, wie sie um Gnade winselt. Ach, vielleicht veranstalte ich eine Feier und tanze zu ihren Schreien. Sie ist nicht ihr einziges Hindernis. Mandalorianer haben der Allianz geholfen, unseren Angriff auf Voska abzuwehren. Ihr Sieg kann nur bedeuten, dass es eine neue Macht auf dem Schlachtfeld gibt. Der Fremdling. Die Hülle, in der sich der Geist ihres Vaters befindet. Meine ganze Familie ist auf Voss. Wir werden so viel Spaß haben. Hey, ein Familienurlaub auf Voss. Ich habe da ein kleines Spielzeug für euch. Ist das ein Kampfläufer? Er heißt Sturmreiter. Steigt schon ein und dreht eine Runde. Gute Arbeit, Taurian. Zeigt ihnen, was Schmerz ist, Commander. Wow. So. Hier, Lana. Mandalorianer Sturmtrupp rückt zum Schrein vor. Möge die Macht euch dienen, Commander. Verdammt, ich will jetzt mal so seitlich gehen, aber ich muss mich nicht immer drehen, der kann ja nur geradeaus gehen, das Scheißvieh. So, wie war das jetzt hier? Stampfen ist ein Nahkampf gewesen. Zornesmörse. Ah, nee, erst hätte ich das andere machen müssen. Am besten macht man erst dieses Gravitationsteil und dann den Zornesmörser hinterher. Jetzt müssen wir noch aufpassen hier auf die Raketenwerfer. Gibt hier ein paar Einheiten, die haben Raketenwerfer. Na, Alter.
Da gibt's Munition. Was? Wo? Wer? Ach da, die rot markierten. Jetzt sind sie alle tot. Finde ich geil. Da an diesen. Reparaturteams im Einsatz. Achso. Dann können sie uns zusammenflicken. Ja, ich wollte es gerade sagen. Da kann man sich reparieren, aber das brauche ich jetzt eigentlich noch nicht. Immer. Ich glaube, das Ding wird sowieso zerstört. Jo. Alter, was? Warum krieg ich krieg Feuerschaden? Ist klar. Ich sitze in einem Roboter, ey. Der kann nicht brennen. Achso, die Heinis mit dem Schild, da muss ich, glaube ich, schon immer dichter ran und einmal rauflatschen. Das muss ich gerade mal gucken. Muss ich endlich da lang? Kann ich nicht auch außen lang? Wo keine Gegner sind? Nein, ich wollte noch gar nicht treten. Hier kann ich schampfen. Gut, jetzt können wir uns reparieren. Alles klar, Leute. Reparieren wir das Ding. Geile Sache. Es müsste doch irgendwie so ein PvP-Kampf werden, wo alle so einen Kampfläufer steuern können. Das wäre doch mal cool. Oh, fuck, 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 fuck. Daneben. Hier ist Lana. Wir stoßen auf schweren Widerstand. Erleiden leichte Verluste. Ab sofort Funkstille. Oh, fuck. Vergessen. Schieß da oben hin, du Idiot. Das hier einmal reinperren. Das Wichtigste sind eigentlich, dass man die Raketenwerfer-Heinis zerstört.
Was? Das war's schon. Ich hätte nie gedacht, dass Voss und Gormax mal Seite an Seite kämpfen. Sie vereinen sich gegen Velen. Es hat ja lang genug gedauert. Das Bündnis wird nicht halten. Je mehr Velen die Galaxis terrorisiert, desto stärker werden ihre Feinde. Selbst im Krieg gibt es einen Hoffnungsschimmer. Warum rückt ihr nicht weiter zum Schrein vor? Vignoem Dianzon Jum Visagore Kilomba. Runter! La Duzino Futcom. Nego Wabon Gearoi. Contas of Wofat Bankap. Viele rennen zum Schrein. Alle sterben. Verstecken ist die einzige Wahl. Ja, die Gormax sind nicht so feige, ne? Ich werde sie ablenken. Es muss einen anderen Weg geben. Schließt euch wieder den Kampf an. Sonst. Punkt, Punkt, Punkt. Ich ziehe das Feuer auf mich. Wenn die Kriegsschiffe angreifen, rennt zum Schrein. Gute Idee, ihr kämpft wie Gormax. Nein, ich bin kein Gormax. Gormax sind hässlich. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat, Commander. Habt ihr mich vermisst? Nö. Ich bin froh, dass ihr da seid. Wie ist die Aussicht? Das ist nicht witzig. Danke für die Rettung, Koth. Ich hätte mir ja denken können, dass ihr eure Ankunft groß in Szene setzt. Ich kann doch nicht zulassen, dass die Greystone den ganzen Spaß verpasst. Wir haben eine Verabredung mit Valens Kriegsschiffen. Passt da unten gut auf euch auf. Anscheinend gibt es eine Planänderung. Zum Schrein der Heilung! Ja, weiter geht's. Noch ein bisschen Munition einsammeln hier. Da hinten könnte ich mich heilen. Da kann ich mich auch heilen. Mal gucken. Gegen die muss ich, glaube ich, sowieso kämpfen. Na, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich mich auch so heilen. Ja, hallo? Alles klar, Leute. Reparieren wir das Ding. Gut, dann umgehe ich die einfach mal. Viel Glück da draußen. Wenn ich nicht kämpfen muss, dann muss das ja auch nicht unbedingt sein. Ja, hier oben sind sie ja schön verstreut, ne? Da komme ich nicht vorbei ohne einen Kampf. Oha. Hier war noch einer da.
Alter, warum geht sein Schild länger als meins? Was soll das? Voll fies. Nein, ich will ihn da. Das war knapp. Der Schrein gehört uns. Oh ja, das war richtig knapp. Boah. Bevor es zu spät ist. Wir werden hier fast krepiert. Hallo? Ach, ich muss jetzt aussteigen, um zu looten, oder? Oh, den schönen Schrott, Alter. Kann ich jetzt bloß nicht plündern, weil ich Free-to-Play bin. Plündern ist ja deaktiviert. Aber ist auch besser fürs Let's Play. Zählt einfach nur auf. Moment. Es ist der Allianzkommandant. Schnell rein. Wir geben Deckung. Das. Oh, fuck. Scheiße. Tut mir leid. Ich habe das nochmal abgebrochen, weil ich das Video gerade geskippt habe. Muss ich unten hinrennen und dann das Video dort nochmal starten. Ja, das war natürlich peinlich, ne? Das sollte der Ort sein. Wo ist Senja? Ich bin hier. Überzeugt mich. Wo ist Arkan? Angreifen. Ich will euch vertrauen, Senja. Gebt mir einen Grund, eurem Sohn zu helfen. Den Imperator, gegen den ihr einst gekämpft habt, gibt es nicht mehr. Ich kann das Gute in ihm spüren. Tut mir leid. Störe ich gerade? Wählen. Still, Mutter. Ich wünschte, ich hätte dich mit deinen letzten loyalen Rittern auf Ort Mantell begraben. Aber dann hätte ich dich nie zu Arkan zurückverfolgen können. Jetzt könnt ihr Arm in Arm sterben. Du bist besser als das. Das sagst du immer wieder. Und immer wieder liegst du falsch. Fremdling, warum spalten wir nicht euren Kopf, damit Vater rauskommen und zu uns stoßen kann? Mein Kind macht sich lächerlich. Vergesst euren Vater, Valen. Nichts sagen. Er lässt Grüße ausrichten. Ich soll euch von Valkorion grüßen. Das wäre mal was Neues. Tut mir leid, das Familientreffen zu verpassen, aber ich habe euch allen ein Geschenk geschickt. Bis bald, Mutter. Bis bald, Mutter. Worauf wartest du? Es gab einige kleinere Komplikationen bei der Flotte. Woohoo! Die Gravestone schwächt unsere Feuerkraft. Aber wir können das kompensieren. Dann tu es! Wir müssen zusammenarbeiten. Ihr haltet Valen auf, ich reinige Arkan von seinem Zorn. Dann schließen wir uns euch an.
Ich kenne meinen Sohn. Wenn er ohne Reinigung wieder zu Kräften kommt, wird er euch und Velin vernichten, um den Thron zurückzugewinnen. Bitte, Fremdling, wenn Arkan nicht geheilt wird, wendet er sich gegen uns alle. Ihr müsst mir vertrauen. Wir werden Arkan gemeinsam retten. Arkan muss sterben. Geht zu eurem Sohn und flickt ihn zusammen. Ich halte Velens Armee auf, solange ich kann. Ihr werdet diese Entscheidung nicht bereuen. Lana, nehmt eure Mandalorianer und beschützt den Schrein. Senja verlässt sich auf uns. Oh, wieder ein Kampf. Das war's schon, oh. Cool. Und ich glaube, der Kampf geht unten noch weiter, ne? Mir war so. Ich hab's gewusst. Beeilt euch! Geduld. Jo, die kommt ganz gut allein, klar. Ich brauche ihn. Jetzt. Die Zeit reicht nicht aus. Nein. Nehmt mich an seiner Stelle. Tut, was ihr tun müsst. Aber bitte, rettet meinen Sohn. Isaacs brennender Stern,
Über dem Meere gleis. Friede hüllt dich ein, Dunkelheit zerreißt. Unter dem Schicksalsstrom kühlt dein sorgiges Herz. Sky, was Tränen fließt, lindert Hass und Schmerz. Oh, ich hasse Boss, Alter. Diese tierisch langen Treppen und Gänge, ey. Oh. Hoppla. Was, was? Halt du sie auf. Ich platziere die Bomben. Halt sie auf. Komm schon, Theron, du schaffst das. Aber der hält sich schön hoch. So, eine noch. Und jetzt sprengen wir den Scheiß. Theron natürlich mit, aber naja. Wie, wo, was? Noch nicht. Auch weil ich im Kampf bin, ernsthaft. Ich bleibe bei euch und halte die Augen offen. Ach schade. Das wäre doch cool gewesen. Die Gegner hier waren mit einsperren. Nein! Oh fuck. So jetzt aber. Sie lebt. Noch. Ich habe sie so lange aufgehalten, wie ich konnte. Was ist passiert? Ein Opfer. Die Lebensessenz der Mutter sollte den Sohn heilen. Sie hat an ihn geglaubt. Hat das funktioniert? Ein dummer Fehler. Ich kenne Senja. Sie würde das nicht tun. Außer sie wäre völlig davon überzeugt, dass Arkan erlöst werden könnte. Wenn Arkan so herzensgut ist, warum hat er dann seine Mutter zurückgelassen? Der verwundete Sohn ist geflohen. Außer sich. Verwirrt. Er glaubt, seine Mutter ist gestorben. Ich kümmere mich um Senja. Gehen wir. Wir müssen Arkan aufhalten. Oh, na super, jetzt müssen wir noch einen Flüchtigen aufhalten. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Habe ich nicht in dieser Folge schon... Noch nicht, ne? Nö. Ich
glaube, in dieser Folge habe ich noch nichts aufgemacht. Komm, jetzt hier machen wir was Ordentliches. Komm schon, Junge. Was? Oh, kein Platz mehr. So, Stammesbodenelement. Wieso Bodenelement? Ist doch an, kommt doch an der Wand, oder was? Mittlerer Boden, großer Boden, städtisches Banner. Achso, ist ein Banner, aber... Ja, okay. Warum Bodenelement? Muss ich nicht verstehen, ne? So, machen wir Beanspruchung. Glückswürfel. Machen wir Glückswürfel auf. Also wer das Bodenelement haben möchte, kann das dann gerne in die Kommentare schreiben. Und Alter, das ist der beschissenste Gleiter. Ich weiß gar nicht, wie momentan der Preis davon ist, aber vor 2 Jahren gab es den sowas von massig drin. Ich glaube, der war dann irgendwie noch nach einem Jahr, als ich geguckt habe, war der immer noch bei 14.000 oder 20.000 vielleicht Credits, was man dafür bekommen hat. Ja, gut. Mag sein, dass er jetzt auch mehr wert ist. Also wer den Ubrikian Sandteufel haben möchte, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr müsst auf dem Server T3M4 spielen. Mach ich mal hier oben hin. Ja, eine Kiste kann ich so aufmachen. Jupp, wieder nur Kacke. Ein tropischer Gruffet. Wer den haben möchte, so ein kleines Schweinchen als Haustier, kann das auch gerne schreiben. Server T3M4, bitte auf Rap-Seite und schreibt einfach nur euren Namen rein und was ihr wollt. Also euren Spielernamen und was ihr haben wollt und vielleicht bekommt ihr es. Je nachdem wie viele schreiben, es wird ja sonst ausgelost. Es wird nicht wirklich ausgelost, ich suche dann einfach irgendeinen raus. Und das bringt dann auch nichts, wenn ihr schreibt, ja, kann ich das haben, ich bin in deiner Gilde, danke oder so. Das ignoriere ich dann auch gerne mal. Also wer eine Gilde ist, hat hier überhaupt keinen Vorteil bei den ganzen Sachen, die ich mir verschenke. Gut, dann das reicht für diese Folge. Dann bis zum nächsten Mal, euer Commander Peace. Peace out.